Bastelzeit oder eher ja so mehr oder weniger wir probieren mal was Auszeit. Aber fangen wir mal mit der Vorgeschichte an. Ja, ein Bekannter hatte mich angesprochen, der hatte sich einen Bausatz besorgt und der tat nicht wirklich, was er soll. Haben dann mal kurz drauf geguckt und es war relativ schnell klar, dass der Prozessor einen Weg hat. Ja. Ist natürlich unschön, also Händler angesprochen und der hat ohne Kommentar dann einfach mal einen neuen Bausatz geschickt. Das heißt, er sitzt jetzt auf zwei Bausätzen, wovon einer aber einen kaputten Prozessor hat. Ja, diesen kaputten Prozessor, den haben wir hier und naja, das ist ein Mikrocontroller, ne? Oh, das Schildchen darunter, dann kann man wahrscheinlich auch besser erkennen, was das ist. Und zwar ein PIC 16F628A. So, in dem Moment müsste ich klassischerweise eigentlich ja schlechte Laune bekommen, denn früher gab es bei den Mikrocontrollern so zwei Lager. Es gab die RVR-Leute und es gab die PIC-Leute. Ich war einmal ein AVR-Mensch. Inzwischen gibt es da keinen wirklichen Kampf mehr, sondern beide Seiten sagen, sie haben gesiegt. Die AVR-Leute, weil, naja, AVR ist der Mikroprozessor, der im Arduino drin ist. Das heißt, der ist inzwischen extrem weit verbreitet. Und die PIC-Leute sagen, sie haben gewonnen, weil ja der Hersteller von PIC ist Microchip und der hat den Hersteller von AVR, nämlich Atmel, einfach mal aufgekauft. Ändert aber nichts an der Sache, dass ich immer nur mit AVR gearbeitet habe und entsprechend auch keine Geräte für PIC oder sowas da habe. Normalerweise programmiert man die mit einem sogenannten PIC-Kit oder so heißt das Ganze. Das ist deren Programmiersystem. Aber hey, ich gehe mal sehr stark davon aus, dass man da auch irgendwie was basteln kann an Schaltung und dann so programmieren kann. Nur was hilft mir jetzt ein kaputter oder eventuell kaputter Prozessor mit unbekannter Software? Naja, meine Idee wäre jetzt, dass hier der entweder einfach nur keine Firmware drauf hat. Dann geht es natürlich ganz einfach. Firmware drauf spielen und der zweite Bausatz läuft auch. Oder alternativ kann man sich einen neuen von dem Typen hier besorgen. Die werden nicht so viel kosten wie der Bausatz und dann entsprechend einen leeren Mikrocontroller programmieren. Das Ganze hat nur einen Haken. Naja, der Bausatz ist, soweit wir gefunden haben, nicht Open Source. Das heißt, es gibt leider keinen Quelltext zum Runterladen. Meh. Aber wir haben ja noch einen zweiten Bausatz, der funktioniert. Das ist hier der Prozessor davon, ist genau derselbe Typ. Mal gucken. Die meisten Mikrocontroller erlauben auch, dass man die Software ausliest. Es gibt zwar einen Kopierschutzfleck, aber nicht jeder Hersteller setzt den. Das heißt, ich habe jetzt meine Aufgabe. Ich werde jetzt erstmal versuchen und werde hier diesen ja, eventuell kaputten Mikrocontroller mir holen. Werde mir irgendwie ein Programmiergerät zusammenschustern und mal Dr. Internet befragen. Gucken, ob ich den angesteuert bekomme. Vielleicht kann man ja da schon sehen, ob das Ganze funktioniert, ob der wirklich leer ist. Wenn ich weiß, dass ich den hier programmieren kann oder mir relativ sicher bin, dass der hier das Zeitliche gesegnet hat, dann werde ich mal den hier anklemmen und werde versuchen, von dem die Software runterzuladen. Wenn das funktioniert, ja, dann spielen wir die einfach auf den hier rüber, kopieren einfach die Software einmal auf den Controller. Wenn sich hier das nicht lesen lässt, ja, dann können wir den Bausatz wohl nicht in Funktion setzen. Werde ich aber trotzdem mal versuchen, hier zumindest, wenn der irgendwie noch reagiert, in Hallo Welt oder so drauf zu spielen. Hey, LED blinken. Einfach nur, um nachzugucken, dass mein Programmiergerät wirklich programmieren kann. Nun ja, soweit der Plan. Würde ich sagen, setzen wir uns erstmal an den Rechner und gucken, ob der irgendwie was ausspuckt zu Eigenbau-Programmiergeräten. Also direkt mal ins Internet gegangen, geguckt und das erste, was ich gefunden habe, ist der hier, der Do-It-Yourself Universal PIC and AVR Programmer von Asia. Der Name, der da steht, ich probiere es gar nicht erst. Die Sache ist, wenn wir hier gucken, ja, das ist irgendwie sehr viel, was wir selber bauen müssen. Und vor allen Dingen, was? Wir müssen einen PIC erstmal programmieren, um andere PICs programmieren zu können. Nicht ganz das, was ich suche, ne? Also weiter. Bin dann in einem Forum gelandet. Do you guys know of any design? Bla 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 bla. Wo man über einen AVR einen PIC programmieren kann. Und die erste Antwort, ich sag ja schon, die Lager mögen sich. I think that would cause some natural disaster. Ja, das gibt also eine Naturkatastrophe, wenn man mit einem AVR einen PIC anspricht. Nun gut, fündig geworden bin ich dann bei Arduino und zwar im Forum ist hier Soren oder sowas, älterer Post von 2012. So sollte das funktionieren. Wenn wir uns den Schaltplan angucken, dann sieht das eventuell für den einen oder anderen ein bisschen seltsam aus. Also zum einen, wir haben hier klar
Ground ist Ground und Plus vom PIC ist hier an drei Pins vom Arduino gehangen, einfach um den Strom zusammenzubekommen. Aber was zum Geier ist MCLR auf 12 Volt? Und wieso überhaupt 12 Volt? Die Dinger laufen noch normal mit 3,3 oder 5. Ja, bei einigen Mikrocontroller-Serien, wie auch manchen PICs, ist es so, dass man eine höhere Spannung braucht, um sie zu programmieren. Und das ist genau dieser MCLR, ich glaube Master Clear oder so müsste das heißen. Wenn man den anlegt, dann kommt man da in den Programmiermodus. Und das muss halt 12 Volt oder sowas sein. Ist, glaube ich, ein relativ weiter Spannungsbereich, den man da benutzen kann. Aber es ist eine höhere Spannung als 5 Volt. Die Sache ist, dass hier sah alles relativ bastleihaft aus und ja, habe dann nochmal weitergesucht und bin auf diesem Instructables hier gelandet. Das ist der ArtPick Proc V1.3 bei Rhys Weatherly oder so. Und wie wir sehen können, das ist ein komplettes Arduino Shield. Und wenn wir mal drüber gucken, so bauteilmäßig ist da nicht ganz so viel drauf. Wir haben hier einen Spannungsregler. Ich wette ja schon, dass das ein 7812 ist, 78S012 oder so, der 12 Volt bereitstellt. Entsprechend hier mit einer Diode, mit einem entsprechenden Kondensator. Dann haben wir hier einen Transistor, der schaltet die 12 Volt dann wahrscheinlich durch oder resettet den Chip oder sowas. Und das war's. Der Rest sind alles nur noch Verbindungen. Klingt gut. Das dürften wir wohl hinbekommen. Das heißt also, wir haben hier unten ein paar PCB-Files und Programmierdinger und noch einen Link auf eine GitHub-Seite, wo wir uns das Ganze nochmal genauer anschauen können. Und ja, im Prinzip, was wir brauchen, ist nur hier dieses Circuit-Diagramm. Das heißt also, die Bauteile, die verbaut wurden. Und was habe ich eben gesagt? 7812, das war schon mal richtig. Und ja, die ganzen Verbindungen, die können wir auch auf einem Steckbrett irgendwie aufbauen. Ein NPN-Transistor, hey, suchen wir irgendwas Passendes. Das ist wohl nicht das Problem, sowas zu finden. Und ja, ich würde mal sagen, das bauen wir auf. Gucken wir uns hier die Software an. Wir haben ja hier schon mal ein bisschen was Blank Pick in the SIF Socket und dann kann man hier irgendwelche Device IDs auslesen. Das klingt sehr gut. Das heißt, ich kann auch einfach mal nachgucken, hey, was bist du denn für ein Chip? Und wenn eine Antwort kommt, weiß ich, der Programmer läuft, ohne dass ich da was programmieren muss. Und ja, ich würde mal sagen, gehen wir mal auf Bauteilsuche. Eigentlich brauche ich ja nur einen Transistor, ein 12 Volt Spannungsversorgung, kann ich mit dem Labornetzteil machen, ein paar Widerstände, das war's. Ja. Klingt nach einem Plan. Müssen wir noch rauskriegen, wo die Pins sind. Also habe ich mir hier mal dieses Datasheet besorgt. Ich weiß, es ist ein 18-Pin-Gehäuse. Also ich schätze mal, die sind irgendwie genormt. Aber hier scheint es auch noch mal irgendwie zu stehen, oder? VPP, VSS, VSS. Okay. Wo ist mein Clock und mein Programmierdingensens? Ah, falsches Gehäuse gerade geguckt. Das hier unten ist ja SSOP. Wir haben PDIP. Und wenn wir hier gucken, 12, 13... PGC, PGD, PG Programming, C Clock, D Data. Klingt gut. Es gibt noch ein PGM, das ist aber, glaube ich, nur für Low Voltage Programming. Was wir hier nicht machen wollen, weil High Voltage ist zuverlässiger, sage ich mal. Schätze ich. Ich habe keine Ahnung. Es ist jedenfalls das, was beschrieben ist, deswegen werde ich das jetzt machen. Gut. Ja, ich weiß, wo meine Pins hinkommen. Dann baue ich das schon mal auf. Okay, theoretisch ist alles angeklemmt. Wir haben halt den Arduino mit den ganzen Pins hier rüber auf Data und Clock und ja, Ground natürlich. Außerdem hängt der VCC von dem PIC an einem Output vom Arduino. Ist ein bisschen mutig, weil der Arduino kann ja, glaube ich, nur 10 oder 20 mA auf dem Pin. Naja gut, ich meine, der PIC wird hoffentlich nicht so viel ziehen. Und dann haben wir hier unten, da ist noch ein Transistor, das ist unsere 12-Volt-Versorgung. Die 12-Volt kommen über den Widerstand hier rein, das ist ein 22 Kilo-Ohm. Gehen dann von den 22 Kilo-Ohm auf den einen Pin vom PIC. Aber der hier, der Transistor, der kann vom Arduino angesteuert werden und zieht das dann nochmal gegen Ground, um einfach die 12-Volt auszuschalten. Soweit zumindest die Theorie. Jetzt gucken wir mal, ob es auch in der Praxis funktioniert. Und irgendwo hier habe ich auch meine Kroko-Klemmen mit 12 Volt. Klemmen wir erstmal an, ist noch nicht an. So, und
So, dann würde ich sagen, machen wir mal den Strom an. So, okay, sieht gut aus. Es qualmt nichts. So soll das sein. Machen wir nochmal aus. Den Arduino in USB. Okay. Der blinkt ein bisschen vor sich hin. 12 Volt an und... Okay, Arduino lebt noch. Immer noch kein Qualm. Gut für mich, schlecht für euch. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal darum und gehen zum PC rüber. Ja, und das sieht nach Niete aus. Das ist sehr alter Code. Hier ist teilweise die Bezeichnung proc_char drin. Die gibt's schon länger nicht mehr. Ich versuche das jetzt mal umzubasteln, soweit ich mich entsinne, wie das noch ging. Das proc_char heißt, soweit ich mich entsinne, dass der Char im Programmspeicher abgelegt wird, nicht im RAM. Und ja, das wird heute komplett anders geschrieben. Wir machen einfach hier einen Char und sagen dann im Compiler hier so underscore, underscore, attribute, underscore, underscore, Klammer auf, underscore, underscore, proc, ja. Angeblich soll es besser sein hier so. Es ist auf jeden Fall mehr zu tippen. Ein Hoch auf die Zwischenablage. Und dann gucken wir mal, ob das das Einzige ist, was veraltet ist. Ich hatte eben auch nochmal auf der Webseite geguckt, die ist irgendwie so von 2013. Im Zweifelsfall muss ich mich tatsächlich nochmal umgucken, ob es da nicht irgendwo neueren Code gibt, der Ähnliches tut. Dann sagte ich, es ging um proc_char. Boah, jede Menge Procs. Und ich habe jetzt hier den Code, den ich wie gesagt ein bisschen umgebaut habe, dass er jetzt mal wieder kompiliert. Sieht ganz gut aus, wir haben auf jeden Fall mal ein OK. Dann würde ich sagen, laden wir den erstmal hoch auf den Arduino. Okay, es blinkt fleißig vor sich hin, das ist gut. Und thank you, dann machen wir den seriellen Monitor auf. Stellen den hier unten auf neue Zeile 9600 Baud und dann tippen wir einfach mal Help. Okay, es lebt. Wir kriegen jetzt die Liste aller Befehle. Machen mal Devices. Das ist eine Liste aller PIC-Controller, die unterstützt wird. Welchen hatten wir nochmal? Das ist der 16F62. 16F62. Ja, da geht es sogar noch weiter. 628A. Ja, der hier. Ist also definitiv supported. Dann können wir es jetzt mal mit dem hier probieren. Probes the device and returns information about it. Augen zu, Daumen drücken, Device und Error. Wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn das direkt funktioniert, ne? Okay, was ist also unser Problem? Ich fürchte, da müssen wir mal ein bisschen messen und testen und... So, ich habe jetzt mal da vorne noch eine rote LED reingemacht. Da können wir mal gucken, ob er denn die 12 Volt... richtig schaltet. Probieren wir das mal. Device. Ja, okay. Also, daran hängt es nicht. Und etwas später, ich habe dann doch noch ein paar Sachen gefunden, die falsch aussahen. Zum einen die LED, die ich gerade reingesteckt habe. Ja, die zieht das Ganze natürlich ohne Vorwiderstand mal eben auf 3 Volt runter. Das geht dann natürlich nicht mehr. Und das zweite hier hinten, da ist dieser Low Voltage Programming Pin. Der ist auf dem Originalschaltplan auf Ground gezogen. Ja, habe ich dann hier natürlich auch entsprechend gemacht, hab's getestet, keine Reaktion. Ich gehe deswegen davon aus, dass wirklich der Controller eine Macke hat, kaputt ist, weil so viel ist hier nicht, was ich falsch gemacht haben könnte. Das heißt, ich hau jetzt mal den OK-Controller rein oder hab ihn schon, wie ihr sehen könnt. Und ja, hoffen wir, dass es damit funktioniert. Also, erstmal gucken, reagiert er? Yep. Devices macht er auch und Device, Augen zu. Yay! Wir haben einen PIC 16F628A. Der reagiert also. Sollen wir direkt mal probieren zu lesen? Read. Read 0. Das sieht schlecht aus. 000, okay. Heißt das jetzt, dass er leer ist oder ist hier in dem Config Word? Ah, wartet mal. Config Word, da war doch was. Ja, bei AVR hätte ich jetzt einfach auf einen der vielen Fuse-Calcs hingewiesen. Für PIC konnte ich jetzt so direkt keinen finden, also müssen wir das offensichtlich hier per Hand ausrechnen.
die 1F06. Also 0001, 1111, 1000 und die 6 0110, oder? 2 plus 4. Ja, kommt hin. Dann schauen wir mal. Das ist CP, Copy Memory Protection. Code Protected. Das heißt dann wohl, dass wir hier nicht weiterkommen. 128a Code Protected, also lässt sich wahrscheinlich dann nicht auslesen. Die anderen sollten 0 lesen. Was haben wir hier noch? Moment, 0. 0, 0, 1. Moment, hä? Wieso ist dann 1? Should read 0. Wer macht denn auch 13-Bit breite Register, Leute? Kann man da einen 16 holen? Ist das hinten aufgefüllt, vorne aufgefüllt? Wie zeigt er das denn jetzt an? De facto, ich kann hier keinen Code lesen. Gehen wir mal davon aus, dass das Copy Protected ist. Und hier können wir das Ganze nochmal in MPLAB X gucken. Das ist diese offizielle Microchip IDE. Und wenn wir schauen, ich habe es jetzt hier mal zusammengebastelt, sodass wir auf den Wert DF06 kommen. Das ist das, was am nächsten rankommt an das, was ich ausgelesen habe. Das Einzige, was sich hier unterscheidet beim D, das sind die ersten beiden Bit, die halt nicht definiert sind. Und ja, der Rest stimmt überein. Also alles, was hier drin steht, sollte passen. Wenn wir gucken, wir sehen, der Watchdog ist an, der Power-Up-Timer ist an, externer High-Speed-Crystal und kein Master-Clear, kein Brownout-Detection, kein Low-Voltage-Programming, aber Flash-Program-Memory-Code-Protection-Bit ist gesetzt. Also ich gehe mal sehr stark davon aus, das ist tatsächlich so, wie ich das vermutet habe. Und diese Code-Area, die ist jetzt protected und wir können sie deswegen nicht lesen. Würde also mit meiner Beobachtung übereinstimmen. Nun ja, das ist jetzt natürlich schade, weil ich kann nichts machen. Der eine Controller scheint zu funktionieren, ist aber kopiergeschützt. Und der andere Controller, der ist definitiv kaputt. Und mehr Picks habe ich nicht. Aber generell, wir scheinen ja etwas zu haben, was funktioniert. Also wir haben mit ein paar Widerständen und einem Transistor einen Arduino in einen PIC-Programmer verwandelt. Der scheint ja auch zu funktionieren. Ich meine, er erkennt den PIC-Typ, also zumindest mal die Typennummer kriegt er sauber rausgelesen. Ich gehe davon aus, dann wird der Rest auch stimmen. Nun ja, wenn es auch nicht so ganz funktioniert hat, wie ich mir das gewünscht hätte, würde ich trotzdem sagen, der Programmer selber, der hat auf jeden Fall getan, was er sollte.